Okay, dann quatschen wir mit ihr. Ich höre. Wir stehen noch am Anfang dieses Mysteriums. Und du wirst alles miterleben. So. Ich bin bereit, komm. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Mhm. Ein Freiwilligentrupp, der mithilft, die Grenzen des UC-Raums zu verteidigen. Suchen ständig neue Leute. Viele Veteranen im Ruhestand und gefährliche Profis, gemischt mit Teilzeitkräften, die mit Glück einen Laser am Schiff hängen haben. Mein Kontakt sitzt im Rekrutierungsbüro. Er kriegt also viel mit, was die Freiwilligen so treiben. Wir müssen davon ausgehen, dass nicht nur wir über dieses Mysterium gestolpert sind. Aber kaum jemand sucht im All nach dem Unbekannten. Sie suchen Welten, die sie besiedeln, Ressourcen, die sie abbauen, Territorien, die sie verteidigen können. Ein merkwürdiger Fels oder ein einziges seltsames Stück Metall würde ihnen nicht viel sagen. Deswegen besteht die Constellation, um diese Dinge zusammenzusetzen. Mhm. Du fängst jetzt schon mit Anthropologie an? Okay, klar. Jeder hat seine eigenen Beweggründe. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Okay. Ah, warte mal. Nur zu. Aber beeil dich, sonst sind die Infos meines Kontakts vielleicht veraltet. Ja, der Roboter hat noch das ganze Zeug. Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gefunden ist. Captain, nachdem Sie nun Mitglied der Constellation sind, stehe ich Ihnen uneingeschränkt zu Diensten. Und da Sie wahrscheinlich in unbesiedeltem Raum sein werden, wäre es ratsam, die Entwicklung von Erkundungsaußenposten zu erörtern. Sollten Sie jemals eine Forschungsbasis errichten müssen. Mhm. Captain, ich begebe mich an die zugewiesene Position. So, verwalte die Crew. Crew zuweisen. So. Ja, der hat halt noch das ganze Zeug von mir irgendwie. Ach Gott, Außenposten schon. Oh mein Gott! Können wir jetzt handeln? Nee. Grüße. Komm bitte eine Weile mit. Jawohl. Keine Einwände meinerseits. So, jetzt. Grüße. Jawohl. Inventar, komm, irgendwo hier Ausrüstung tauschen. Ich passe auf Ihren Besitz auf. Captain. So. Bestätigt. Bitte in meiner Abwesenheit nicht sterben. Hol wartende Begleiter ab. Ach, das ist sogar eine kleine Aktivität. Okay, machen wir mal kurz. Hallo. Dann mal los. Bitte vorausgehen. So. Aktivitäten. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Es jetzt. War mir eine Freude, Ihnen zu helfen. So, jetzt du. Bist du bereit? Jetzt, ja. Oder brauchst du noch einen Moment allein? Nee, jetzt kann man. Wir müssen zum Mast, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Hm. Gut.
Dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? So. Dann wieder raus, ja. Guck mal, der Roboter geht jetzt aber auch wieder aufs Schiff, oder was? Ja, der geht jetzt. So, ich brauche einen Händler irgendwie. Die Lobe. Ja, es war wieder verkehrt. Benötigen Sie meine Hilfe? Nope. Kann man die Leute nicht nach dem Weg fragen hier? Kannst du mir sagen? Neulich hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Thermoparasit so lang wie mein Bein. Igitt. Okay. Ah, hier ist noch was, so ein Infoautomat. Muss mal gucken, wo es den Shop gab. So. Unternehmen. Weltraumhafen. Wir sind gerade im Mast-Distrikt, glaube ich. Mehr gibt's nichts. Mast. Botschaften. Die Loge steht ja gar nicht drin. Constellation. Ach, weil ich so überladen bin, geht mir ständig der Sauerstoff aus. Ach Gott, dann erhöht sich der CO2-Wert. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwann ohnmächtig. Mal gucken, ob ich was verkaufen kann. Sonst muss ich... So schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzttermin. Punkt. Ich... ein andermal. Reliant Medical. Dein Boss meinte auch, dass deine Gesundheit... Wir müssen mit John Twala... Hast du was für mich? Ja, kannst du mal bitte was tragen? Inventar. Ups, Maus. Mann, hab ich viel, ey. 174, ey. Die wiegen auch alle so viel. Ah, sieht schon besser aus. Aber je früher sie es entdecken, ciao, desto besser. Du hast ja recht. Das weiß ich auch. Embassy District. Da ist eine Bank. Irgendwie. Ich schwöre. Chiefel Bank. Willkommen im Mast. Wenn du einen Termin hast, darfst du gerne eintreten. Ja, war etwas?
Die meisten Mast-Arbeiter haben eine exzellente Ausbildung in ihrem jeweiligen Fachgebiet. Aber wenn du dich den UC anschließen willst, red mit Commander Tuala von der Vanguard am anderen Ende des Raums. Die Vanguard nimmt jeden, der fliegen kann. Mhm. Dann mach's mal gut. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Hm. Die Freiwilligenflotte der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen. Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran. Also, bist du dabei? Ja, später vielleicht. Okay, okay, aber versuchen muss ich's, oder? Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Mhm. Oh, der ist schon ewig dabei. Rekrut Nummer 81 oder so. Soll das ein Witz sein? Das ist der unbeliebteste Posten in der ganzen Flotte. Das Einzige, was die UC da interessiert, ist der Mars. Und da will niemand hin. Da wollen alle weg. Dann machen wir das so. Im Sol-System gibt es viele Planeten. Aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Cydonia. Ja, nimm ein Malbuch mit. Du gewöhnst dich so an das Rot, dass du vergisst, wie blau und grün aussehen. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. In Cydonia. Cydonia liegt wahrscheinlich... Das hier ist abgeschlossen oder abgeschlossen oder was, weil es hier unten ist. Ja, das scheint abgeschlossen zu sein. So, hier müssen wir hin. Nee, wie... Kurs festlegen. Ich will ja den Kurs per Quest festlegen. Das ging doch vorhin auch irgendwie. Auf Karte zeigen. Ah, ich trage zu viel. Das will er wahrscheinlich gar nicht. So, na dann gehen wir mal zurück Richtung Raumhafen erstmal. Ich wollte gerade sagen, hier ist gerade einer gesprintet, das sah aus wie Sarah.
Oh, ich muss aufpassen. So, Residential District, hier geht es um den Wohnbezirk. Ja, wie soll man denn hier durchsehen? Embassy, Residential. Was ist denn das für ein Turm? Hier wohnen Leute, wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall ein Shop hier irgendwie. CJ's. Das ist eine Bar. Komm rein. Sieh dich um. Ja, ich würde gerne mit dir handeln. Geht nicht. Brauchst du was? Jetzt. Hast aber nicht. Komm ich ran. Atlantis ist sehr schnelllebig. Ich versuche mitzuhalten. Ja klar. Sieh dich um. Okay, der hat 2, 3 noch was. Verkaufen. Ist das das, was ich habe? Warte mal. Nee, da haben wir alles durch. Klar, ich zeig. Ah, die Menüführung ist noch ein bisschen. Ach, der kauft nur aus der Kategorie Hilfe. Warte mal, das Schwerste erstmal verscheuern. Credits. Nee, irgendwas mache ich gerade falsch. Ich kaufe. Ich verkaufe nicht. Ich Idiot. Hä? Wenn ich das jetzt anklicke. Jetzt verkaufe ich. Jetzt verkaufe ich. Ach. Ich war irgendwie im falschen Menü, glaube ich. Würzige Würmer. Linsen. Rest behalten wir erstmal. Claro, sowas gibt's in den besiedelten Systemen nicht nochmal. Ich war als Kind das erste Mal hier und wusste sofort, dass das mal meine Stadt wird. Ich wäre nirgendwo lieber. Und nachdem der Laden hier jetzt läuft, sieht es langsam richtig gut aus. Okay. Danke für den Besuch. Ich freue mich über jeden Kunden. Immer noch leicht überladen. Gibt's nicht so einen Tante-Emma-Laden, der alles kauft? Nee, von da kommen wir.
Athena Tower ist wahrscheinlich auch ein Wohnhaus. Das Seiten sieht aus wie ein Shop. Hier ist was zu trinken. Dann wird er auch nicht alles kaufen. Danke für deinen Besuch bei Chunks. Ach nee. Welche Chunks hättest du gerne? Ganz ehrlich, denk am besten gar nicht erst darüber nach. Oh Gott. Ich helfe gerne. Okay, der kauft gar nichts irgendwie. Chunks. Das ist der Donutladen der Zukunft. Pioneer Tower. Ach, hier ist wieder die Bahn. So, Raumhafen, Geschäftsdistrikt. Mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir müssen. Oh, Sarah, sorry. Ich warte an der Haltestelle. Geschäftsdistrikt. Ja, ist trotzdem teilweise gleich alles, ne? Irgendwie. So, Field Office. Terra Brew Coffee. Infinity. Das ist der Starbucks quasi hier. Ach, Gelbank heißt die. Brauchen Leute wie dich, selbst mit deinen Noten. Klar. Ah, da ist das UC Center, da waren wir auch drin. Okay, es gibt zwar diese Metro, die überall hinfährt, aber es ist alles eine Karte. Das hatte ich jetzt auch gar nicht richtig gecheckt. Outland. Das ist ein Shop. Das ist bestimmt ein Shop. Nee, ist es nicht, oder? Ausrüstung ist gleichbedeutend. Ich verlasse mich auf dem Mars. Das war verkehrt. Das Zollsystem. Tschüss. Den da wollte ich. Willkommen bei Outland. Bei uns findest du die beste, zuverlässigste Ausrüstung für Abenteuer aller Art. Ah, der dreht sich nicht um. Unsere Produkte werden von Menschen empfohlen, die ihr Leben der Fernreise verschrieben haben. Ich habe sie zwar selbst noch nie benötigt, aber ich bürge für die Qualität. Warte mal. Wir sehen uns. Das sieht einfach blöd aus. So, da. Ich würde nie minderwertige Ausrüstung verkaufen. Grundgütiger, nein. Ich könnte das nie. Man ist Millionen von Kilometern von allem entfernt und wenn etwas schief geht. Ich ertrage schon den Gedanken nicht. Ich habe lieber festen Boden unter den Füßen. Und idealerweise einen frischen Kaffee in Griffweite. Den kriegt man im All auch nicht. Ach klar. Ja, das ist in dieser Branche essentiell wichtig, nicht wahr? Wenn die Leute nicht zurückkommen würden, würde das nicht nur heißen, dass sie unzufrieden sind, sondern dass unsere Ausrüstung versagt hat und sie nicht zurückkommen konnten. Wenn das so wäre, könnte ich nachts nicht ruhig schlafen. Mhm. Ja, nur zu, sieh dich ruhig um. Oh, okay, der bietet viel an. Space-Trucker-Anzug. Sternvagabund. Navigator.
Cool, da können wir erstmal einen Haufen jetzt verkaufen, denke ich mal. Aber der hat auch bloß wieder 5000 Öcken. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die richtige hier auswähle. Ach, das habe ich ja alles der Frau gegeben. Ach Mensch, ey. So, Anzüge, Rucksäcke, Helme, Kleidung. Sonstiges erstmal verscheuern. Den digitiere ich nicht. So. Was ist denn so schwer bei uns hier? Die Ressourcen, ne? Wir schleppen einen Haufen Material mit uns rum. Das habe ich nicht ins Raumschiff gepackt. Das ist natürlich das, glaube ich, was richtig viel wiegt hier. So, jetzt auch noch die Waffen von viel Frau. Glück bei deinen Abenteuern. Von Frau Sarah. Ich komme gleich wieder. Eine Industrie. Willst du mein Zeug sehen? Bleiben Sie mal an der Kasse stehen, junger Mann. Das ist Ihre Munition. Die lassen wir ja auch. Bis nachher. Die Menüführung ist noch ein bisschen ungewöhnlich. Man kommt teilweise nicht mit Escape raus, sondern mit Tab. Wenn du etwas brauchst, keine Shop. Ja, nur zu. Sieh dich ruhig um. So, jetzt verkaufen. Waffen. So. Na, das sieht doch gut aus. Ripshanks. Ah, die kann auch weg. Kraken. Dann kann der normale Kraken weg. Coachman. Passt. So. Ja, das ist alles so schwer. So, jetzt sind wir aber wieder halbwegs vernünftig beladen. Pass auf dich auf. Wir gucken nochmal. Irgendwo gab es eine Quest, aber ich würde, glaube ich, erstmal gerne eine Runde fliegen wieder. Aktivitäten. Ah, das sind alles Aktivitäten. Hier, guck mal, Traumhaus. Okay. Gucken wir uns auch noch irgendwann an. So, kann ich jetzt hier den Kurs festlegen? Ah, jetzt klappt das auch, ja? Treibstoffverbrauch. Der Tapetenwechsel. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Erledigt. Willkommen auf dem Mars. So. Wir müssen. Ich habe die falsche Quest, glaube ich, angeklickt. Die hier will ich verfolgen. Auf alle Zielmarkierungen zeigen. Warum ist denn die zum Beispiel hier markiert? Ah, ich muss eine Unterkategorie markieren. Okay. Ne, dann nur erstmal die aktive. So, auf Karte zeigen. Cydonia. Ah, ich bin schon Level 4, ich muss noch irgendwo Skillpunkte haben. Sollen wir schnell reingucken. Oh, der rote Planet, ja. So, wir müssen erstmal ein bisschen wieder was ans Schiff einladen. Zack, Frachtraum. Inventar. Oh, dann geht das Gewicht auch runter, ja.
Trotzdem 76 Kilo. Alles, zeig mal nochmal nach Gewicht. So, Rucksack, Piratenüberfallrucksack. Rucksack. Wo ist mein Helm? Ach, hier unten, der ist gar nicht so schwer. Die Krendel. 7,7. Ach komm, ins Inventar. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Das Buch. Ja, das war, glaube ich, in Fallout auch so, dass die Bücher irgendwann echt einfach schwer waren. Ja, es läppert sich zusammen, ja. Notizen. Nee, halt. Ach, renn hier. So. Splittergranaten. Splittermine. Die können wir mal anlegen. Zack. Dann raus. So. Captain, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Haha. ich wollte mal kurz eigentlich meine Skills ausgeben. Gewährzertifikat. Ich muss noch 2 Punkte hier investieren. Ich nehme mal Schrotflinte. Und was haben wir hier vorne? Ich habe vorhin geguckt, hier vorne ist noch Gesamttragekapazität. So. Also hier müssen wir 100 Meter sprinten. Ne, 1000 Meter sprinten. Während wir 75% voll sind, verbrauche 20 mal allen verfügbaren Sauerstoff. Aber das habe ich doch schon ein paar Mal gemacht eigentlich. Verbrauche 20 Mal allen verfügbaren Sauerstoff. Okay. Oh, wartet mal. Kann ich hier? Ich brauche das und das eigentlich gar nicht. Ich lade noch mal schnell. Ich habe jetzt hier, glaube ich, mich ver... Das ist mir jetzt neu gewesen. Wartet mal, laden. Dann, das zählt dann vielleicht auch, wenn ich das in, oh, halt verkehrt, wenn ich das in, hier reinstecke, oder? Rangaufstieg, mal gucken. Ja, das zählt dann mit rein, ach, dann hätte ich das, glaube ich, mir auch sparen können. Vielleicht kann man die irgendwann auch zurücksetzen, ist jetzt nicht so wild, Laserwaffen sind ja auch nicht schlecht. So. Aber das mit dem Tragen nehmen wir trotzdem. Ich bin so ein Horter, ich sammle immer alles. So. Und aufgabentechnisch haben wir jetzt Frage in Sidonia nach Moara. Hallo, Captain.
brauche allen Sauerstoff. Thermoparasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Höhe. Mal was testen kurz. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was passiert, wenn ich... Ah, nee, ich bin auf der einen, auf dem einen Planeten immer nur gerannt. Der war vielleicht gar nicht so wichtig. Was passiert denn, wenn ich das jetzt mache? So, das zählt jetzt nicht für den Skill. Nee. Verbrauche allen verfügbaren... Verbrauche 20 mal allen verfügbaren Sauerstoff. Renn! Ich will mal gucken. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir... Wenn wir CO2 voll haben. So, zählt das vielleicht? Das zählt! Das zählt. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal an die Grenze gehe? Nee, es zählt nicht. Ich muss wirklich einmal von komplett voll dann laufen. Ja, das kriegt man aber hin. Kann ich mir merken. So, wo waren jetzt? Hier lang. Techniker. Wir sind leider im Rückstand. Bist du hier der Schiffsmensch? Kannst du irgendwas ableiten? Ja. Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Da ist der Automat. Cydonia komplett unterirdisch zu bauen war eine. Oh, mit Schleuse. Hast du es auf Teile von Deimos abgesehen oder willst du Mineralien schürfen? Ansonsten haben wir hier nichts verloren. Naja doch, wir müssen ja mit dem einen Typen quatschen. Das ist doch deine Aufgabe, die wir jetzt hier machen. Das Gemeinde Was soll das heißen? Es gibt keine Arbeit. Ja, hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Wie viel wir geblecht haben? Da ist er. Es gibt alle möglichen Miner. Mach keinen Ärger und keinen Stress. Dann sind alle glücklich. Ja. Der war lange nicht hier. Ist von der Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Oh. Das ist nicht gut. Ah, ja. Von der habe ich gehört. Nach der dritten oder vierten Runde hat er von nichts anderem mehr geredet. Und er hat eine laute Stimme. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, ah. Er hat einen Deckel. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also. Okay. Überzeugen, du willst Profit draus schlagen, dass er Hilfe braucht? Okay. Ich lass sie mal quatschen. Das Spiel kenne ich. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst, was seine Schulden angeht. Nennst du mich etwa einen Lügner? Ich werf euch beide aus der Bar. Ach bitte. Zwei Fremde kommen von woanders her und wollen Infos, die nur du hast? Klar sieht man darin eine Chance. Würde doch jeder. Geh mit dem Preis runter. Sonst finden wir einen anderen Weg, an die Infos zu kommen. Schön. Ich
Ja, Credits kommen. Wir hatten einen Rabatt vereinbart, oder? Ist doch alles da? Okay. Reden wir. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Jetzt was? Vergiss es, hauen wir einfach an. Okay. Astrodynamik-Spezialist. Wenn du jemanden brauchst, ich suche gerade Arbeit. Ich weiß, du wolltest die Gefahrenzulage für Cydonia. Aber wir finden was. Ah, das könnte ein Crewmember sein. Astrodynamik. Nimm mich mit, dann verkürze ich die Berechnungszeit für Grafsprünge und senke den Treibstoffverbrauch. Ah. Erstmal nicht. Okay. Nächstes Mal vielleicht. Oh, was ist denn jetzt für ein Alarm? Kaltes Bier und eine gute Atmosphäre. Was will man denn mehr? Bürger. Wieder so ein langer Tag. Die Zufriedenheitswerte unter den Arbeitern. Wenn du nicht für Deimos arbeitest, ich arbeite dir nicht offiziell in der Personalabteilung. Ah, Deimos. Kenne ich dich? Die quatscht mich an. Was ist denn jetzt? Da startet wahrscheinlich nur irgendwas. Nee, lügen tue ich nicht. Komisch, dass wir beide dachten, wir kennen uns. Ich bin Leona Hawks, Kontaktperson von Deimos Sternenwerft. Wer mit unserem Büro zu tun hat, hat irgendwann auch mal mit mir zu tun. Wir sehen uns also bestimmt. Okay. Die UC beauftragen uns schon seit Jahrzehnten, die gesamte Flotte mit Militärschiffen zu versorgen. Ist auch logisch, dass sie uns vertrauen. Deimos ist der älteste Schiffsfabrikant in den besiedelten Systemen. Viele der wichtigsten Weiterentwicklungen des Graf-Antriebs, seit es die Technologie gibt, stammen von uns. Unsere Kompetenz ist unbestritten. Mhm. Ich koordiniere zwischen der Deimos-Zentrale und den anderen Divisionen wie der Sternenwerft selbst und der Mining-Division hier in Cydonia. Die Deimos-Sternenwerft ist ein komplexer Konzern. Die verschiedenen Divisionen haben unterschiedliche Ziele und Prioritäten. Mein Job ist es, sie alle in Einklang zu bringen. Okay. Schönen Tag. Okay. Wenn es sonst niemand sagt, sag ich es eben. Ich bin da bereit, es hier umzuziehen. Sanitär-Minibot. Der klingt wie ein Wookie. EM-Waffenspezialist, auch eben Crewmember. Ne, damit beschäftigen wir uns mal später. Angeblich wurde in einer der Minen wieder ein Trinkwasservorkommen gefunden. Ein Glück bei den aberwitzigen Importpreisen. Wir gehen mal ein bisschen raus auf den Mars. Ich will mal ein bisschen erkunden gehen. Will sowieso nicht unbedingt alles klauen. Also kann man den Leuten das auch lassen. Kopfgeldbegleichung, Selbstbedienung, Auftragsbörse. Ha! Warte mal, abbrechen. Warte mal, nein. Töte Spacer Rowdy auf dem Planeten Maheo. Vertrag der Trek-Allianz. Wir bieten Deming eine Belohnung, der den Anführer der berichtigten Bande Spacer. Transportiere. Ist das dann von hier? Das ist innerhalb des Planetensystems. Zerstöre die Crimson Flotte. Nee. Mina. Wir nehmen mal den hier an. Wir nehmen ihn durchaus mal an. Nein. Ach, das ist, wenn ich ein Kopfgeld habe. Trekker-Allianz. Okay. Ich werde nicht gesucht. Noch nicht. Ah.
Aber ist das der Ausgang? Da ist der Ausgang. Da kommen wir ja her. Einheimische machen selten Ärger. Booth? Aber die Besucher, das ist was anderes. Security. Habt ihr keine Nebenaufträge hier irgendwie? Willkommen bei der Security von Cydonia. Ich bin Commander Vincent Woodard, Leiter der planetaren Security und früher Kommandant der Red Devils. Ich bin für die Sicherheit auf hoher Regierungsebene verantwortlich, während mein Kollege Booth für die alltäglichen Sicherheitsfragen zuständig ist. Wenn du also ein Vergehen melden willst, rede mit ihm. Wenn ich dir aber bei etwas helfen kann, sprich mich jederzeit an. Mhm. Sieht nicht nach einer Aufgabe aus. Sieht noch nicht nach einer Aufgabe aus. Hüte dich vor den Robotern. Dass das Büro des Governors auf der Hauptebene liegt, heißt noch lange nicht, dass es da sicher ist. Okay. Sei bei den Minen vorsichtig. Sergeant Booth zu Diensten. Wenn die Security irgendwie helfen kann, gib mir einfach Bescheid. Naja, es sind keine Drogen, falls ihr das Sorgen macht. Es passiert einfach meinen und allen anderen, die zu lange im roten Marssand zugebracht haben. Kein Grund, sich mehr Sorgen zu machen als alle anderen hier. Früher war das mal ein Zeichen, dass jemand bereit für die Red Devils ist. Und manche Ex-Devils halten sich immer noch für wichtig. Die sind längst nicht so krass, wie sie glauben. Und wenn sich wieder mal einer aufspielt und Ärger macht, tja, dann stutze ich ihn zurecht. Okay. Nein, das weiß ich schon zu verhindern. Aber im Ernst, ich weiß nicht, ob alle einfach zu sehr mit der Arbeit beschäftigt sind oder ob es am Militär liegt, aber es gibt hier wenig Kriminalität. Gelegentlich mal eine Schlägerei unter Besoffenen, kleine Diebstähle und ähnliches, aber Cydonia ist ganz sicher kein Neon. Okay. Naja, auch nicht mehr als jeder Nachname. Freunde, Bekannte und andere Einheimische nennen mich Booth. Du nennst mich Sergeant Booth. Lass dich nicht aufhalten. Yes, Sir. Wenn du den Aufzug oder die Treppe verwendest, halte sie bitte sauber. Sonst muss ich wieder nervigen Papierkram aufhören. Tracker-Allianz-Agent. Einfach so bei einer Trackerin aufzutauchen. Hey, Schätzchen. Du siehst aus, als könntest du dir die Hände schmutzig machen. Die Tracker-Allianz ist immer auf der Suche nach Kopfgeldjägern, die gesuchte Verbrecher finden und töten. Wenn das was für dich wäre, rede mit mir oder sieh dir die Auftragsbörse an.